Der beliebteste Co-Kinderbuchautor aller Zeiten hat eine Niederlage vor Gericht erlitten. Habecks Ministerium muss Dokumente rausgeben. Die Dokumente, die da jetzt rausgegeben werden müssen, sind die Dokumente, die den internen Diskurs zur Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken beinhalten. Zu erwarten ist, dass die Dokumente offenlegen, dass Habeck autoritär und rein ideologisch entschieden hat. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn wir kennen diesen Kinderbuchautor mittlerweile ja, Co-Kinderbuchautor mittlerweile ja zu gut. Gerne entscheidet er autoritär und vor allem ideologisch und alles, was ihm nicht in den Kram kommt, versucht er zu verbieten oder gerichtlich gegen vorzugehen. So kennen wir Habeck, so kennen wir die Grünen. Jetzt ist allerdings nur zu hoffen, dass die Dokumente, die da freigegeben werden sollen, nicht so aussehen wie die sogenannten RKI-Protokolle oder RKI-Files, die ja hier größtenteils geschwärzt waren. Und das Ganze kommt einem dann so vor, als wäre man verarscht worden. Das natürlich jetzt abzuwarten, wie die Protokolle aussehen, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass wir wieder ähnlich geschwärzte Dokumente da vorgeworfen bekommen. Es ist ja sowieso fraglich, warum in einer Demokratie, die ja behauptet, offen, transparent, demokratisch zu sein, ja, wie kann es sein, dass wir da so geschwärzte Unterlagen vorgeworfen kriegen? Wie kann es sein, dass wir die Freigabe solcher Unterlagen erstmal einklagen müssen? Die müssten doch so oder so sofort zugänglich gemacht werden. Gerade jetzt auch im Fall dieser Atomkraftwerke, die ja unsere Energiesicherheit betreffen, die Deutschland als Industriestandort betreffen. Wir haben sehr viel Schwerindustrie, chemische Industrie, Stahlindustrie, Autoindustrie haben wir noch, muss man ja dazu sagen. Habeck ist ja stolz darauf, dass wir CO2 einsparen, dadurch, dass die Produktion unserer Industrie immer weiter sinkt. Da ist ja schon mal wieder ein Punkt, wo das fragliche Verständnis von Wirtschaft unseres Co-Kinderbuchautoren da wieder in den Vordergrund drängt. Aber sei es drum. Auf jeden Fall muss er das Ganze jetzt freigeben mit Offenlegen und so hat es Habeck ja immer mal so. Hier steht es nämlich auch schön beschrieben, freier Diskurs und Widerrede ist ihm nicht nur zuwider, sondern bringt ihn psychisch an seinen Grenzen, wie Vorfälle in der Vergangenheit bereits deutlich gemacht haben. Und so begründete sein Ministerium auch im Vorfeld, dass das Offenlegen dieser Unterlagen ja negative oder nachteilige Auswirkungen auf Vorgänge im Ministerium hätten. Daraus könnte geschlossen werden, dass ihre Veröffentlichung negative Folgen für den Hausfrieden hat. Konkret geht es in den eingeforderten Unterlagen um die Abschaltung der letzten verbliebenen Atomkraftwerke bzw. um diese Laufzeitverlängerung, die sie ja machen mussten, weil sie auf das russische Gas verzichtet haben und dann nicht mehr wussten, wo sie Energie herkriegen sollten. Deswegen wurden ja die Laufzeitverlängerungen dafür die Atomkraftwerke ausgegeben oder auch viele Kohlekraftwerke aus der Reserve wieder aktiviert und so weiter und so fort. Ihr kennt den Vorgang und das Ganze wollten die halt jetzt nicht offenlegen und erst die Klage eines Redakteurs vom Magazin Cicero hat jetzt die Herausgabe dieser Akten vor Gericht erzwungen. Und das Ministerium von unserem Musterdemokraten Habeck wirft dem Journalisten jetzt vor, er hätte die Absicht, die Entscheidungen der Leitungsebene politisch zu hinterfragen und die begehrten Informationen in den politischen Diskurs einzuspeisen. Ja, lieber Herr Habeck, was anderes sollte denn ein Journalist machen? Das ist doch gerade die Aufgabe eines Journalisten, kritisch auf die Arbeit der Politiker, auf die Arbeit der Ministerien zu schauen, möglichst viel offen zu legen, damit ihr nicht hinter unserem Rücken irgendwelche Deals und Machenschaften einfädeln könnt und die Wählerschaft informiert ist über das Treiben der Politiker, um bei zukünftigen Wahlen auch ihre Wahlentscheidung mit politischem Hintergrundwissen vernünftig treffen zu können. Da frage ich mich allen Ernstes, was für ein demokratisches Verständnis haben diese Politiker da, die tagtäglich behaupten, sie wären die einzigen Demokraten, die es hier auf der Welt gibt. Also da packe ich mich am Kopf.
Und so heißt es hier auch in dem Artikel, diese antidemokratische Aura, die den Vizekanzler umgibt, ist kein neues Phänomen. Habeck hat eigene Mitarbeiter wegen einer anderen Sicht bereits dem Verfassungsschutz auf den Hals gehetzt. Grundsätzlich kann sich Habeck nicht vorstellen, dass man durch eigene Überlegung zu anderen Ergebnissen als die vom Herrn Minister kommen kann. Doch statt sich auf eine Diskussion einzulassen, wittert Habeck hinter jeder von seiner Linie abweichenden Expertenmeinung russische Einflussnahme oder Rechtsextremisten. Und so wundert es nicht, dass ihm hier ein autoritärer Herrscherstil und eine Paranoia bescheinigt wird. Wir können jetzt auf jeden Fall gespannt sein, wie es mit den Veröffentlichungen der Dokumente weitergeht, denn es ist zu erwarten, so schreiben sie hier, dass sie die Art der Entscheidungsfindung im Hause Habeck schonungslos offenlegen. Sie werden vermutlich zeigen, dass dort Entscheidungen streng hierarchisch und rein ideologisch getroffen werden. Habeck tut sich nämlich nicht nur schwer mit anderen Meinungen, sondern auch mit Fakten. Ja, Habeck hat immer seine eigenen Fakten. Wir erinnern uns daran, wo ihm der Bundesrechnungshof schon schwarz auf weiß bescheinigt hat, dass seine Energiewende nicht funktionieren wird. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Schaut es euch unbedingt mal an, denn da kommt noch einiges an Kosten auf uns zu, wenn nicht sogar im schlimmsten Fall Blackouts. Interessant sind ja hier die Vorwürfe streng hierarchisch und ideologisch. Das heißt, von der Demokratie sind wir ja, wenn es da hierarchisch abgeht, weit weg. Würde ich jetzt mal so behaupten. Gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare und überhaupt, was ihr von unserem Co-Kinderbuchautor so haltet. Ansonsten hat das Wirtschaftsministerium die Einspruchsfrist verstreichen lassen. Das heißt, das Urteil ist damit rechtskräftig. Und jetzt wird hier noch gefragt, ob Habeck das Urteil nun auch umsetzt, ist die Frage. Und im letzten Satz wird ihm dann auch noch zugetraut, dass er sich über das Gesetz stellt und einfach dieses Urteil ignoriert und die Akten gar nicht freigibt. Meine Vermutung dazu ist, wir werden geschwärzte Akten von diesem Kinderbuchautor bekommen. Aber ich bin trotzdem gespannt darauf, diese Akten einzusehen. Der ganze Atomausstieg ist ja so oder so fragwürdig, denn wir haben ja keine Ersatztechnologie für die Atomkraftwerke. Die wurden sozusagen ersatzlos gestrichen. Die Stromerzeugung, die durch die Atomkraftwerke wegfällt, ist ja nirgendwo anders neu aufgetaucht, sondern wir müssen den fehlenden Strom jetzt aus dem Ausland einkaufen, teuer einkaufen zum großen Teil. Und genauso will er mit dem Gasnetz verfahren. Das Gasnetz soll jetzt zurückgebaut werden. In Augsburg hat die Stadt schon damit angefangen. Auch das eine gefährliche Entwicklung, habe ich ein Video zu gemacht. Schaut es euch an. Die Grünen reißen ab, was sie abreißen können, um somit ihre Politik, ihre Ideologie in Stein zu meißeln. Eine neue Regierung hat somit keine Chance, die Atomkraftwerke wieder ans Netz zu nehmen. Und wenn jetzt das Gleiche mit dem Gasnetz passiert und das zurückgebaut wird, können wir auch die Gasversorgung in Zukunft nicht mehr sicherstellen und stehen dann im grünen Regen. Liebe Freunde, ich würde gerne wissen, was meint ihr zu dem ganzen Thema? Schreibt es unten in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Denkt dran, die Glocke zu aktivieren, damit auch kein Video verpasst wird. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!